Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist dieser aus Dessau mal wieder für euch. Und es gibt ein neues Video, nämlich den Nerd-Tag für euch. Da ich ja vorhabe, auf meinem Kanal echt viele Nerd-Sachen zu machen, gehört ein Tag natürlich auch dazu. Also geht's gleich los. Krieger, Dieb oder Magier? Da ich ein riesen Harry Potter Fan bin, ist es gar keine Frage, dass ich gerne ein Magier wäre. Was ist dein Patronus? Mein Wunschpatronus wäre ein Hase, doch laut Pottermore ist mein Patronus ein Bursard. Dein Lieblingssuperheld? Mein Lieblingssuperheld ist Captain America. Ich habe sogar ein T-Shirt von ihm, wo drauf steht Hey, I am Steve, und ich finde das richtig cool, dass ich es noch nie anhatte. Weil ich es mir nur gern ansehe. Star Trek oder Star Wars? Ich mag die neuen Star Trek Filme auch, die sind amüsant, hatte aber vorher nie wirklich was mit Star Trek zu tun, also Star Wars. Marvel oder DC? Ich habe kaum Sachen von Marvel, finde Marvel trotzdem besser als DC. Dein Lieblingsvideospiel? Mein Lieblingsvideospiel zurzeit ist Stardew Valley. Dein Lieblingsautor? Da muss ich sagen, weil ich ja ein Potterhead bin, hat Joanne K. Rowling meine ganze Kindheit geprägt und sie hat die wundervolle Welt von Harry Potter erschaffen und ist deswegen meine Lieblingsautorin. PlayStation, Xbox oder Wii? Ich möchte mich jetzt nicht zwischen die PlayStation und Xbox-Fraktion stellen, deswegen sage ich die Wii. Oldschool Games oder 3D-Grafiken? Seit ich die NES Mini habe, muss ich sagen, dass ich lieber die Oldschool Games zocke als irgendwelche 3D-Grafiken. Bin ich ganz so ehrlich, ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar. Da wäre Mass Effect Andromeda nichts für mich. Assassin's Creed. Die Reihe wäre nichts für mich, außer Chronicles, was ich sehr gerne spiele. Ja, so, das wäre überhaupt nichts für mich. Die nerdigste Pick-up-Line. Der nerdigste Pick-up-Spruch, muss ich sagen. Als Pick-up-Spruch ist gemeint ein Anmachspruch. Und zwar habe ich da folgende mir rausgesucht. Ey, Puppe, du machst meine Software zur Hardware. Okay. Dein nerdigstes Kleidungsstück? Das nerdigste Kleidungsstück, was ich besitze, sind ganz viele, denn ich habe ganz viele T-Shirts. Mega viele T-Shirts. Das könnt ihr mir glauben. Liest du das Buch vor dem Film? Ich versuche es zumindest, ja. Die einzigste Ausnahme ist bei The Hunger Games. Da habe ich es aber auch geschafft, den dritten Teil noch vor Filmerscheinung zu lesen und habe gemerkt, beim Mockingjay Part 2, okay, ich hätte den Film bestimmt schön gefunden, hätte ich das Buch nicht gelesen. Welche Superkraft möchtest du haben? Und zwar habe ich ewig hin und her überlegt zwischen Gedankenlesen und unsichtbar sein und habe mich für unsichtbar entschieden. Dein Lieblingscharakter aus einem Videospiel und warum? Da habe ich auch lange, sehr lange drüber überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, Leon S. Kennedy zu nehmen, weil der Typ hat einfach Nerven wie Drahtseile. Wenn hinter mir jemand hinterherrennen würde und dauernd Leon! Leon! Rufen würde, ich glaube, ich würde ausrasten. Ich fand ihn einfach cool, nicht nur deswegen, sondern auch, ich finde Leon einfach cool. Gute oder böse Jungs? Also ich muss ehrlich sagen, da ich bei zum Beispiel Star Wars eher für die dunkle Macht bin oder bei anderen Filmen immer mehr für die Bösen, sind es bei mir die bösen Jungs, ja. Dein Lieblingssoundtrack? Letzte Frage, letzte Frage. Mein Lieblingssoundtrack ist von Filmen her Harry Potter. Natürlich. Und bei einem Spiel zurzeit ist es Horizon Zero Dawn. Ich finde den Soundtrack einfach wunderschön.
Das war's auch schon wieder vom Video von mir und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir eure Antworten ja hier unten in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und nicht vergessen, like dieses Video ganz fleißig. Das könnt ihr ja mal machen. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!